Wie denken die Hessinnen und Hessen über die Corona-Gefahr und die Corona-Politik? Wir haben sie gefragt. Außerdem widmen wir uns den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung. Auch junge Leute kann es echt hart treffen. Und wir zeigen, wie heute am 11.11. digital die Fasnachtssaison eingeläutet wird. Und damit sagen wir guten Abend und willkommen zur Hessenschau. Leben mit Corona, so heißt unser Thementag heute im HR, im Radio, online und natürlich hier im HR-Fernsehen. Zentral dabei ist eine Studie, die wir in Auftrag gegeben haben, der HR Hessen-Trend. Wir wollten wissen, wie bewerten Sie das Corona-Krisenmanagement der Landesregierung? Der Großteil, 60%, finden, was im aktuellen Teil-Lockdown gegen die Ausbreitung des Coronavirus unternommen wird, ist ausreichend. 15% aller Befragten gehen die im Moment geltenden Maßnahmen zu weit und 22% der Hessinnen und Hessen sind sogar der Ansicht, es sollte noch strenger zugehen. Ja, doch im Einzelnen beurteilen die Menschen die verschiedenen Maßnahmen doch mit auffallenden Unterschieden. Eine überwältigende Mehrheit von 93% befürwortet die Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen sowie an öffentlichen Orten. Rückhalt erhält die Politik auch bei der Kontaktbegrenzung auf 2 Haushalte und maximal 10 Menschen in der Öffentlichkeit. 84% begrüßen dies, satte 81% befürworten dazu die Offenhaltung von Schulen und Kitas. Aber es gibt auch Einschränkungen, über die Menschen sehr unterschiedlich urteilen. Die Schließung von Theatern oder Kinos begrüßen nur 58% der befragten Personen. Fast gleich auf liegt das Verbot von Amateur- und Freizeitsport. Diesem schließen sich 57% an, dass Restaurants, Bars und Kneipen nach dem Frühjahr nun zum zweiten Mal schließen mussten, befürwortet mit 52% gerade noch die Hälfte, gut die Hälfte der befragten Hessinnen und Hessen. Ja, soweit also die Meinung der Menschen zu den Corona-Maßnahmen, repräsentativ ermittelt von Meinungsforschern, die wir beauftragt haben. Und mit der Kamera sind wir noch mal rausgegangen und haben die Hessinnen und Hessen gefragt, warum sie das so sehen, wie wir das ermittelt haben. Das ist schon okay mit den Masken. Das ist schon okay. Und das Wichtigste ist halt Abstand. Der Abstand. Und auch den Mund halten dann. Nicht quack, 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 quack. Das sind die Aerosole. Ich bin eher dagegen, muss ich ehrlich sagen, weil es schon ein starker Einschnitt ist. Zum Beispiel, dass jetzt Fußball ausfällt, das ist halt ein harter Einschnitt für mein Leben zum Beispiel. Das kann ich halt nicht ganz so nachvollziehen, weil das halt vor allem im Freien ist. Es ist halt nur schlimm für diese kleinen Leute oder für die Musiker oder Schauspieler oder so. Ne? Ja, ja. Da ist das schon, da gehört mehr investiert. Bei einigen Sachen bin ich der Meinung, da ist es nicht richtig überlegt worden. Ja? Ich kann zum Friseur gehen mit Maske. Der Friseur ist so ein Stück von meinem Kopf weg. Aber Nagelstudio, Kosmetikstudio, Nagelstudio, darf ich nicht hingehen. Furchtbare Zeit für die alten Leute. Ganzen Tag zu Hause, 80-jährige Frau gesperrt, hat keine Chance. Das landet in tiefer Depression. Ich habe jetzt weniger Angst. Ja? Ich halte mich nach den Vorgaben und fertig. Ne? Und dann lassen wir es drauf. Aber ansonsten, dass ich jetzt so diese Angst. Vielleicht um die älteren Leute, um unsere Bekannte, die älter sind wie wir. Ne? Ja. Ich merke auch und spüre, dass viele einfach, Entschuldigung, aber im Kopf bekloppt werden. Also das ist so eine Stimmung, es drückt, es ist viel aggressiver, weil man einfach zu angespannt ist. Und das ist eben diese Ungewissheit. Wie lange denn noch? Wohin soll es führen? Wann soll es aufhören? Was soll als nächstes kommen? Ja, jetzt haben wir die Menschen da draußen gehört. Fehlt noch, wie die Landespolitik das alles bewertet. Ute Wellstein im Landtagsstudio in Wiesbaden. Wie fallen die politischen Reaktionen auf diesen Hessentrend aus? So heißt's. Ja, die Landesregierung fühlt sich bestätigt in dem Kurs. Die Zahlen, die wir ja gestern schon veröffentlicht haben, sagen, 60% aller Hessinnen und Hessen tragen diesen Kurs mit und finden ihn angemessen. Und die Regierung ist großzügig für sich selbst und zählt auch noch die 22% dazu, die findet, die Maßnahmen gehen nicht weit genug. Ganz so nach dem Motto, die finden das, was wir tun, schon gut und hätten gerne eigentlich noch mehr davon. Also eine große Zustimmung sieht die Regierung für ihren Kurs. Die SPD, die die meisten Maßnahmen mitträgt, hat aber heute im Parlament
Parlament gesagt, ja, die Maßnahmen finden wir gut, aber nicht, wie die Regierung das macht, nämlich nur durch diese Verordnungen ohne größere Debatten. Da würden wir uns mehr wünschen. Und die AfD, die sieht, dass die Grundrechte zu sehr eingeschränkt seien und hofft, dass die Leute irgendwann dagegen aufbegehren. Aber davon kann momentan nach diesen Zahlen noch keine Rede sein. 60% unterstützen die Regierung im Kurs. Und das ist in vielen anderen Politikfeldern wäre das ein Riesenerfolg, wenn da so eine große breite Mehrheit dahinter stünde. Ja, wir haben die Hessinnen und Hessen außerdem noch gefragt, wie groß ist denn ihre Sorge, dass wegen der Pandemie ihre Freiheitsrechte längerfristig eingeschränkt sind. Diese Sorge ist bei 13% sehr groß, bei 21% groß, aber die Mehrheit hat keine großen Sorgen. Heißt das, die Landesregierung kann sich im Grunde entspannt zurücklehnen oder könnte genau dieses Meinungsbild auch noch umschlagen in Richtung, die Masse will dann doch ihre Freiheiten irgendwann mal wieder zurück? Naja, allen Politikern ist, glaube ich, sehr klar, dass jede einzelne Maßnahme, die hier ergriffen wird, sehr gut begründet sein muss, um die Akzeptanz zu erhalten. Und deshalb sind ja in Deutschland und in Hessen die Eingriffe auch sehr viel milder als in vielen anderen europäischen Staaten. Da gibt es zum Teil Ausgangssperren, da sind die Läden wieder zu. Da weiß man hier, da müsste man mit sehr viel mehr Widerstand rechnen und hofft, dass auch die hier milderen Maßnahmen ausreichen, dass die Infektionszahlen zurückgehen. Das werden wir sehen, das können wir jetzt noch nicht genau sagen. Aber man sieht ja auch zunehmend Proteste, selbst hier in Deutschland. In Leipzig gab es diese Demos und in den nächsten Tagen werden auch in Hessen, in Frankfurt und Wiesbaden und anderswo solche Demonstrationen erwartet. Also jedem ist klar, das wird auch zunehmen, je länger das dauert. Und selbst die Leute, die die Regierung in ihrem generellen Kurs unterstützen, das zeigt ja unsere Umfrage, finden einzelne Maßnahmen nicht so gut, zum Beispiel die Schließung der Theater oder der Gaststätten. Also jedem ist klar, das ist ein ganz schmaler Grat, auf dem hier gewandelt wird. Und die Akzeptanz kann auch auf einmal sehr schnell weg sein. Und dann gibt es ja auch noch die wirtschaftliche Situation eines jeden. Nach der gefragt bekommt man ein sehr deutliches Meinungsbild. Eine übergroße Mehrheit hat weniger große bzw. nur kleine Sorgen, dass sich ihre Situation verschlechtert. Ute, da scheinen all die Milliardenhilfen, allen voran klar das Kurzarbeitergeld, doch wirklich die Sache nochmal abzufedern, oder? Ja, das ist auch mein Eindruck. Also sehr viele bekommen ja weiter ihr Gehalt, viele Beamte werden bezahlt, die merken das ja erstmal gar nicht. Und das Kurzarbeitergeld ersetzt vieles. Und selbst die Gastronomen, die zumachen mussten, werden großzügig jetzt entschädigt durch diese November-Entschädigung. Die bekommen 75% ihres Umsatzes gezahlt. Das dämpft natürlich auch so manchen Protest. Aber auch wenn jedem irgendwie klar ist, irgendwann wird das auch mal zurückgezahlt werden müssen, ist das doch eine relativ abstrakte Idee. Und wenn das denn mal irgendwann konkret wird nach der Pandemie, wenn dann darüber geredet werden muss, welche Steuern werden erhöht oder welche Leistungen werden gestritten, dann erst wird das konkret. Aber mein Eindruck ist, im Moment sind alle Regierungen sowie Bürgerinnen und Bürger im Krisenmodus, wollen diese Pandemie irgendwie hinter sich bringen und über die Folgen wird dann später mal geredet und das wird dann später debattiert. Auch darüber werden wir dann natürlich berichten. Ute Wellstein, danke schön für die Einschätzungen. Und über eine Sache haben wir bisher noch nicht gesprochen, heute über die vielleicht wichtigste, über die Frage nach der Gesundheit. Trotz der Maßnahmen stecken sich immer noch sehr, sehr viele Menschen an. Deshalb wollten wir im Hessentrend wissen, wie groß ist Ihre Sorge vor einer ernsthaften Erkrankung? Das Ergebnis zeigt eine, man kann sagen, gespaltene Bevölkerung. Zusammengerechnet 40% haben Sorge, dass sie oder Familienmitglieder ernsthaft erkranken, während sich so 60% weniger große oder nur kleine Sorgen machen. Ja, wir haben zwei Menschen getroffen, die Covid-19 hatten. Zwei junge Leute, die noch immer unter Spätfolgen leiden. Lange Spaziergänge mit ihrem Hund kann Katharina Euler aus Eppertshausen erst seit kurzem wieder machen. Davor war das undenkbar. Ende Juni erkrankte sie an Covid-19, bekam plötzlich Fieber und Husten, konnte nichts mehr schmecken und riechen. Gut 3 Wochen hat das gedauert. Doch auch 5 Monate später fühlt sich die 23-Jährige noch manchmal abgeschlagen und hat beim Atmen Probleme. Dass es so lange dauert, war mir nicht klar. Also ich dachte, okay, vielleicht noch mal ein paar Wochen, dass du konditionell wieder auf die Beine kommst, weil 3 Wochen zu Hause sitzen ist natürlich auch für die Kondition nix. Deswegen hat es mich am Anfang nicht so sehr gewundert, dass ich nicht so belastbar war. Dass es sich noch so lang zieht, hätte ich nicht erwartet. Eine richtige Therapie ist für Post-Corona-Patienten nicht vorgesehen. Am Sana-Klinikum in Offenbach gibt es aber eine Nachsorgeambulanz. Hier können sich ehemalige Covid-Patienten melden, wenn sie immer noch mit Spätfolgen kämpfen.
Katharina Euler macht dort einen Lungenfunktionstest. Betreut wird sie von Pneumologe André Althoff. In der ersten Hochphase der Pandemie sind fast 1000 Erkrankte in seine Abteilung gekommen. Wir haben in dieser Phase gesehen, dass es Patienten gibt, die bis dahin lungengesund waren und vermeintlich schwerwiegende strukturelle Funktionseinbußungen der Lunge gehabt haben. Meine Idee war es dabei, nicht zu sagen, unsere Behandlung endet beim Verlassen des Krankenhauses, sondern für diese Patienten muss man ganz ähnlich wie für Patienten mit einem Lungenkrebs eine strukturierte Nachsorge anbieten. Auch Lukas Maurer kämpft immer noch mit Spätfolgen seiner Infektion. Er hatte im Frühjahr immer wieder Erkältungssymptome. Als die nicht besser wurden, hat er durch einen Antikörpertest im Nachhinein von seiner Erkrankung mit dem Virus erfahren. Dass er immer wieder Konzentrationsprobleme hat, ist nicht seine einzige Beschwerde. Seit Ende März habe ich eigentlich Probleme, dass wenn ich mich abends ins Bett lege, dass ich dann Gliederschmerzen in den Beinen habe und das wirklich dann auch stört beim Einschlafen. Und das dauert dann immer eine halbe bis Stunde, bis es sich abgeklungen hat und bis es dann wieder geht. Auch leichte Schmerzen in der Brust spürt der 29-Jährige noch. Doch joggen kann er wieder gehen, wenn auch kürzer als vorher. Ihm ist es aber wichtig, die Geschichte seiner Erkrankung zu erzählen. Weil ich sehe, dass viele Leute nicht darauf achten, den Abstand einzuhalten. Es ist nicht nur meine Generation, sondern auch ältere Leute, sieht man oft beim Einkaufen, die auf den Abstand gar nicht mehr achten und auch vielleicht gar keine Maske tragen oder die Maske falsch tragen. Und es ist ja nicht nur, dass man dann 2-3 Wochen krank ist, sondern dass man auch danach noch Probleme damit hat. Auch Katharina Euler strengt das Atmen teilweise noch an. Immerhin, erste Nachuntersuchungen lassen vermuten, dass sie wieder vollständig gesund wird. Wenn sie aber jemanden sagen hört, die Corona-Infektion sei nur ein Husten, dann wird sie richtig sauer. Ja, wir wollen das noch vertiefen mit Dr. Ulrich Matt, Oberarzt der Infektiologie an der Uniklinik in Gießen. Hallo, Herr Matt. Hallo. Sie haben sich ausführlich mit den Spätfolgen von Covid-19 beschäftigt, einfach deshalb, weil Sie unheimlich viele Menschen schon behandelt haben. Was kann außer der Lunge noch langfristig betroffen sein? Was viele Patienten berichten, ist eine ausgesprochene Müdigkeit, zum Teil auch Wochen und Monate nach der Erkrankung. Das Herz ist in manchen Fällen betroffen und wir sehen auch, dass diese Geschmacks- und Geruchsstörungen bei einzelnen Patienten durchaus länger anhalten können. Stimmt es eigentlich, dass sogar der IQ durch Covid-19 womöglich sinken kann? Es gibt hier eine kürzlich veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern aus Amerika und aus England. Die haben gut 300 Patienten untersucht, die im Rahmen eines IQ-Tests berichtet haben, an Covid erkrankt zu sein. Die Nachverfolgung war hier sehr kurz, die Patientenzahl ist gering und viele von den Patienten sind schwer erkrankt. Also das sind Dinge, die wir auch nach einem Intensivaufenthalt allgemein sehen. Ob das tatsächlich so ist, denke ich, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Das ist einmal, die Studie weist darauf hin oder stellt die Frage, aber beweisend ist das noch nicht aus meiner Sicht. Wie zentral sind denn wirklich Vorerkrankungen für einen schweren Verlauf und auch für Spätfolgen einer Covid-19-Erkrankung? Wir können das noch nicht in Zahlen gießen, aber der Hauptrisikofaktor ist sicher das Alter. Aber wir sehen wirklich nicht selten Patienten um die 50, etwas jünger, etwas älter, die mitten im Leben stehen, eigentlich gesund sind und auf unseren Intensivstationen behandelt werden müssen. Es gibt jetzt immer wieder Berichte von jungen Menschen, die haben außer Kopfschmerzen nicht viel gehabt. Oder auch der Bundesgesundheitsminister ist ja jetzt auch wieder öffentlich aufgetreten, scheinbar genesen. Heißt das, wer einen milden Verlauf hat, wird dann auch später keine Nachwirkungen mehr haben? Mild vielleicht nicht unbedingt. Es gibt milde Verläufe, wo man das doch auch feststellen kann. Das ist wahrscheinlich in Summe sehr selten. Aber wenn man beschwerdefrei ist nach einer Covid-Erkrankung, ist mit keinen Folgeschäden zu rechnen, würde ich mal so sagen. Also das ist die gute Nachricht für alle, die es überstanden haben und da auch keine Folgen spüren seitdem. Dankeschön für Ihre Einschätzungen direkt aus der Praxis, Dr. Ulrich Matt vom Uniklinikum Gießen. Dankeschön.
Sehr gerne. Tschüss. Und wir kommen zu den aktuellen Corona-Zahlen. Die hat Martin in den Nachrichten. Insgesamt sind in Hessen innerhalb der vergangenen 24 Stunden 1.722 nachgewiesene Neuinfektionen dazugekommen. Damit waren es in den letzten 7 Tagen insgesamt 10.964 Menschen. Das sind 502 mehr als in den 7 Tagen davor. Es wird geschätzt, dass derzeit in Hessen etwa 22.100 Menschen akut mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Und besonders von Corona betroffen in Hessen ist die Stadt Offenbach. Dort gibt es leider einen Negativrekord. Zum ersten Mal in Hessen gibt es einen Inzidenzwert von über 300. Die Stadt liegt jetzt bei mehr als 340 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage. Die Maskenpflicht in der Innenstadt wird jetzt durch das Ordnungsamt kontrolliert. Ein Verstoß kann 50 Euro und mehr kosten. Doch nicht jeder hält sich dran oder weiß es. Tatsächlich gelingt es dem Gesundheitsamt unterdessen nicht mehr, die vielen Infektionen zurückzuverfolgen. Die 80 Mitarbeiter sind überlastet. Wir haben jetzt über das Land und das RKI die Zusage, dass wir Mitarbeiter aus dem RKI nach Offenbach bekommen. 3 Mitarbeiter plus noch mal 2, die in Berlin sitzen werden und die sich genau unsere Fallzahlen anschauen werden. Der Inzidenzwert steigt seit Ende September und hat jetzt in Hessen einen neuen Rekord erreicht, 344. Die Steigerung nach den Herbstferien weist auf Reiserückkehrer hin. Die Zahlen der vergangenen Wochen müssten erst noch ausgewertet werden. Oberbürgermeister Felix Schwenke hätte gerne einheitliche Lösungen für die Kommunen. Also zum Beispiel konkret, wie geht man mit den Schulen um? 750 Menschen sind derzeit infiziert, gut 1.000 in Quarantäne. Ob der Lockdown light die Zahlen senken wird, ist noch unklar. Hessens Finanzminister Michael Boddenberg hat heute seinen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vorgestellt. Der Knackpunkt: Wegen der Pandemie ist die Wirtschaft in diesem Jahr stark eingebrochen. Das heißt, es wird auch massive Steuerausfälle geben. Wie hoch diese genau sein werden, ist noch nicht klar. So sieht sein Plan aus. Finanzminister Boddenberg will der Wirtschaftskrise nicht hinterhersparen. Der Haushalt für das kommende Jahr umfasst rund 30 Milliarden Euro. Die Krise müsse mit Investitionen bekämpft werden. Aber dazu gehöre auch, dass selbstverständlich wir auch in dieser Krise die sogenannte Schuldenbremse, die wir in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland geschrieben haben, aber auch in der hessischen Verfassung verankert haben, selbstverständlich einhalten. Die Opposition schimpft, die eigentlichen Kosten der Krise seien in das 12 Milliarden Euro schwere Schuldenprogramm namens Sonderhaushalt ausgelagert. Nur durch diesen Schattenhaushalt könne die Regierung die Schuldenbremse im regulären Haushalt einhalten. Sich in dieser Situation hinzustellen und stolz darauf zu sein, mit dem vorliegenden Haushalt die Schuldenbremse einzuhalten, ist ein schlechter Witz, Herr Minister, ein schlechter Witz. Der Haushalt für das Jahr 2021 soll im Februar in dritter Lesung beschlossen werden. Und das war's schon von den Nachrichten. Damit zurück zu dir, Daniel. Und dein Interview gestern mit Kultusminister Lorz hat ja für wirklich Wirbel gesorgt. Ja, war tatsächlich so. Es ging um die Corona-Gefahr im Klassenraum. Da ist ja vieles umstritten unter Lehrern, Eltern, Schülern und eben auch in der Politik. Gestern hat sich der hessische Kultusminister Alexander Lorz hier in der Hessenschau verteidigt. Denn aus der Opposition kam der Vorwurf, die Regierung hätte viel zu wenig Geld für Lüfter in Schulen ausgegeben. Was der Minister darauf gestern entgegnete, hatte heute ein heftiges Nachspiel. Der FDP-Fraktionsvorsitzende René Rock ereiferte sich in einer Landtagsdebatte über das Interview, das Kultusminister Lorz gestern Abend in der Hessenschau gegeben hat. Darin hätte Lorz behauptet, dass er angeblich 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt habe, um Luftfilter anzuschaffen. Das müsse er zurücknehmen. Das ist definitiv falsch. Das ist eine Fake News. Und das Interessante war, dass der Kultusminister vorher noch dem Abgeordneten Degen von den Sozialdemokraten und mir vorgeworfen hat, wir würden Fake News verbreiten. Ich erwarte, dass solche Dinge in der demokratischen Kultur hier klargestellt werden. Lorz hatte im Interview erklärt, die Lüftungsgeräte seien erst über den Sommer entwickelt worden und Experten seien sich einig. Diese Geräte können das Lüften und die sonstigen Hygienemaßnahmen keinesfalls ersetzen, entbinden auch nicht etwa vom Maskentragen. Sie sind nur tauglich als eine unterstützende Maßnahme. Und dafür geben wir mittlerweile auch genau die 100 Millionen Euro, von denen in dem Beitrag eben die Rede war.
100 Millionen Euro für Luftfilter, hörte René Rock. Lorz wehrte sich heute im Landtag dagegen, er habe keine falschen Behauptungen aufgestellt. Er habe von 100 Millionen Euro gesprochen für hygienische Maßnahmen insgesamt an Schulen und Kitas. Das ist jedenfalls die erklärte Absicht der Landesregierung, das im Zusammenwirken mit den Kommunen auf den Weg zu bringen. Und wenn ich sowas statuiere, dann ist das keine Falschbehauptung, dann ist das schlicht und ergreifend die zutreffende Wiedergabe dessen, was diese Landesregierung vorhat. Auf HR-Nachfrage erklärte das Kultusministerium, insgesamt bekommen Schulen und Kitas 100 Millionen Euro für Schutzmaßnahmen. Davon seien bislang 10 Millionen Euro zur Steigerung der Lufthygiene an Schulen vorgesehen. Ja, und falls Sie es noch nicht gemerkt haben, heute ist der 11.11. Heute beginnt die Karnevalszeit. Wer das mag, der fängt dann normalerweise wieder an, mehr zu tanzen, mehr zu lachen, gerne auch zu schunkeln. Vor allem mit vielen anderen in großen Hallen. War einmal. Dieses Jahr ist alles anders und der Karneval startet digital. Der 11.11. beim Karnevalclub Fürstenhagen, wie er bisher war. Und heute? Euer Vorstandsteam mit einem dreifachen Fürstenhagen. Hello! Fürstenhagen. Hello! Fürstenhagen. Hello! Der Beginn der Karnevalssession in Fürstenhagen in Nordhessen hat zwar kein reales Publikum, aber dafür ein virtuelles. Rund 170 Zuschauer sind live bei Facebook und Instagram dabei. Ersatz keinesfalls wird es in der Form auch nicht geben. Und es ist ja gerade das Thema, dass man eben beim Karneval eng beieinander steht, man schunkelt, man feiert. Und deswegen sind natürlich auch alle Optionen, wir machen mit Abstand und reduziert, für uns keine Option. Und so ist der Hoppeditz, Symbolfigur für den Karneval, dieses Jahr nur eine Puppe. Ja, es ist alles ein wenig kleiner dieses Jahr. Alle Vereinsmitglieder vor Ort gehören zu zwei Haushalten, der 11.11. zu Corona-Zeiten. In Weilburg in Mittelhessen hätte es heute eigentlich einen Rathaussturm gegeben. In diesem Jahr auch nur virtuell. Die nicht ganz ernst gemeinte Geschichte, der Elverrat hat sich in die Daten von Bürgermeister Johannes Hanisch gehackt und will so den Rathausschlüssel erpressen. Die Stadt Weilburg hat in ihrem Warenkorb 3 Paletten fünflagiges Toilettenpapier der Marke Royal Extra Soft liegen. Ich glaube, im Rathaus wird ziemlich oft königlich gethront. Diese Karnevalstradition funktioniert auch digital, finden die Narren. Karneval, Fasnacht, wie mir sah, ist ja auch ein Stück weit Kultur. Und ich finde, auch in so einer Zeit sollte Kultur leben dürfen. Und wenn auf digitalem Weg nur die Möglichkeit besteht, dann muss man es halt da machen. Herr Bürgermeister! Und den Schlüssel bekommen Sie auch so. Schön, oder? Hello! Im südhessischen Obertshausen lässt der Karnevalsverein die Puppen tanzen. Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. In kleinen Videos tanzen und singen Vereinsmitglieder mit Kostümen. Die Filme wurden vorab veröffentlicht, alle dürfen mitraten, wer unter der Maske steckt. Für Samstag ist eine Abschlussshow im Netz geplant. Den Narren war wichtig, den 11.11. nicht ausfallen zu lassen. Fasching, Karneval macht einfach einen Riesenspaß. Das ist eine Sache, auf die wir uns das ganze Jahr freuen, auf die wir die ganze Zeit hinarbeiten. Und deswegen wollen wir diese Freude auch weiter transportieren und den Leuten damit auch zeigen, es geht weiter, es ist nicht alles schlecht und am Ende ist immer Hoffnung. Nicht nur in Obertshausen, auch in Fürstenhagen und allen anderen hessischen Orten, in denen Karneval, Fasenacht oder Fasching gefeiert wird. Ja, die Krise macht einfach erfinderisch. Immer Dagewesenes wird irgendwie anders. Und das gilt auch für Martins Umzüge. Heute ist Martinstag, aber größere Gruppen mit Laternen, die durch die Straßen ziehen, passt einfach gerade nicht in diese Zeit. Deshalb haben sich Verantwortliche der katholischen St. Markus-Gemeinde in Frankfurt-Nied was anderes ausgedacht, nämlich einen Corona-tauglichen Umzug. Und Bernd Arnold ist da live dabei. Bernd, wir sehen schon Musizierende. Wie muss man sich das insgesamt vorstellen? Ja, die Musik gehört natürlich dazu, das klassische Laternenlied. Und was gehört noch dazu? Ein St. Martin. Mehr braucht man eigentlich fast nicht. Und diesmal war es auch wirklich nicht viel mehr. Frag mal St. Martin, wie war denn diese so super abgespeckte Version dieses Martinsumzugs für Sie?
Ja, es war schon seltsam, aber trotzdem viele leuchtende, glückliche Kinderaugen. Da haben wir auch ein paar Bilder aufgenommen. Wir waren ja ein paar Meter, sind wir ja ein paar mitgelaufen. Vielleicht können Sie noch ein bisschen beschreiben, was da so vorgegangen ist. Ist ja schon ein bisschen seltsam. Normalerweise 200 Menschen hinter Ihnen, Kinder, die Sie verfolgen, sozusagen Sie vorne weg. Und jetzt nur ein Polizeiauto, das Sie beschützt hat. Ja, also ich muss sagen, aus unserer Sicht war es fast schöner, weil wir normalerweise die Kinder hinter uns haben und von den Kindern ja gar nichts mitbekommen. Und diesmal war es so, dass Kinder auf uns an der Straße, am Straßenrand gewartet haben, an den Fenstern gewartet haben und gewunken haben. Ein paar Kinder haben Martinslieder gesungen. Es war wirklich toll, es war wirklich schön. Die Kinder haben wir gesehen und jetzt lassen wir vielleicht mal die Eltern zu Wort kommen, die wir dann am Straßenrand getroffen haben. Wir finden super, dass es stattfindet, dass wenigstens was für die Kinder gemacht wird. Die waren doch sehr enttäuscht, dass es zwar nicht im großen Sinne geht, aber auch so ist es sehr schön für uns. Ich fand es jetzt ganz schön, dass sie das überhaupt gemacht haben. Auch wenn es jetzt schnell ging, aber es war schön und den Kindern hat es ja auch Spaß gemacht. Ja, war richtig toll. Gell? Ja, deine Laterne. Eine schöne Alternative, dass zumindest etwas für die Kinder geboten wird. Ist er nicht entspannt? Der Pico, der hat heute so super durchgehalten und deswegen gibt's auch noch mal eine Möhre Pico. Hervorragend. Super. Ja, mit dem Pico, das hat schon mal geklappt. Der wirkt sehr entspannt. Frau Nitzling hat das Ganze übrigens organisiert und sie hat irgendwie seherische Fähigkeiten, denn sie musste schon Anfang Oktober, musste sie Ideen haben. Hat gesagt, Mensch, ich muss was ändern. Da passiert was. Das wird kein klassischer Umzug. Da muss ich mir was einfallen lassen. Wie waren denn die Auflagen, dass jemand gesagt hat, sie dürfen? Viele Umzüge sind ja abgesagt. Ja, Corona-bedingt ist tatsächlich ja dieses Jahr einiges anders. Und mir war wichtig, dass St. Martin nicht ausfallen muss. Und so haben wir einen Antrag beim Ordnungsamt gestellt. Und es war klar, zwei Personen sind in der Öffentlichkeit erlaubt. Und das waren heute Abend der St. Martin und meine Person in der Begleitung. Es hat geklappt. Die Brillengläser sind ein bisschen beschlagen. Die letzten Meter für Sie jetzt nach Hause. Es gibt heute kein großes Martinsfeuer, sondern es geht einfach nach Hause. Und deswegen viel Spaß bei den letzten Metern. Und danke, dass wir bei Ihnen sein durften. Vielen Dank. Tschüss. Und uns bleibt noch Tschüss zu sagen und bis morgen. Ein schnelles Tschüss, bis morgen oder später, 22:45 Uhr. Martinstag, Martin kommt nochmal. Genau, ich feiere noch richtig.